Guten Morgen Leute, es ist 10 Uhr morgens. Ich bin hier gerade in Worms in Rheinland-Pfalz, um euch etwas ganz Bestimmtes zu zeigen. Und zwar den Einblick in ein Chemieunternehmen und auch den Einblick in die Ausbildung in einem Chemieunternehmen. Es ist ja so, das wundert mich immer ein bisschen, die Chemiebranche ist eine der größten Branchen Deutschlands, aber trotzdem weiß irgendwie kaum jemand etwas darüber. Gerade für viele von euch, die ja an den Naturwissenschaften interessiert sind, könnte so ein Einblick doch schon ziemlich interessant sein. Deshalb lass uns hier mal reingucken. Wir sind heute bei der Firma Renolit und die machen Kunststoffe. Aber was die hier ganz genau machen, werden wir später auch nochmal sehen. Jetzt gehen wir erstmal aufs Werkgelände. Also kommt gerne mit. So, Sicherheit wird natürlich auf dem Werksgelände auch groß geschrieben. Deshalb Warnweste gehört auch dazu. Sicherheitsschuhe habe ich auch an. Und jetzt können wir aber wirklich loslegen. So, ich bin jetzt hier vor allem hergekommen, um den ganzen Entwicklungsprozess von einer Kunststofffolie nachzuvollziehen und auch euch das zu zeigen. Ich denke mal, der erste Schritt ist Rohstoffanlieferung, das wurde mir gerade erzählt. Und ich soll hier wohl auch einen Azubi treffen, der sich damit auskennt. Hi, ich bin Tom. Morgen, hi. Ich bin der Gabriel. Du bist jetzt hier Azubi bei Renolit. Ich mache eine Ausbildung zum Fachlageristen. Das heißt, du kümmerst dich um alles, was ankommt und auch später wieder wegkommt, oder was? Richtig, ja. Okay, was sehen wir jetzt hier? PVC. Kann ich schon mal was mit anfangen auf jeden Fall. Ah, hier kann man sogar was sehen, oder? Ja, ich kann Ihnen gerne eine Probe zeigen. Das Ganze sieht dann so aus. Ja. Das, was in den Silos drin ist, das ist dann einmal das hier. Okay, danke. Das ist PVC-Pulver. Hättet ihr gedacht, dass daraus vielleicht mal später Folie wird? Was passt da eigentlich rein in Silo? In einem Silo gehen bis zu 100 Tonnen rein. Ah, okay. Aber die werden nicht bis 100 Tonnen geladen, weil wir brauchen Luft zwischendrin. Weil da muss ein Puffer drin bleiben, nicht dass es dann überschießt wegen den Sieben. Das darf nicht zu voll sein. Also da muss noch ein bisschen Luft zwischendrin sein. Doch ein bisschen größer, als ich das vom Labor gewohnt bin, muss ich schon ehrlich sagen. Okay, so, wir haben jetzt hier das Rohprodukt bekommen und wir gucken mal, was wir daraus machen können und wie daraus später Kunststofffolie wird. Hallo. Hallo. Ich habe hier Rohstoff dabei und mir wurde erzählt, dass ich den hierher bringen soll. Exakt. Ja, was wollen wir damit machen? Wir machen daraus eine Kunststofffolie. Wir brauchen nämlich noch andere Zusätze bzw. Additive. Ja. Wir fangen an mit dem Weichmacher, den wir noch aus dem Regal rausholen müssen. So. Dann hätten wir beispielsweise noch Fließhilfen und Stabis. Fließhilfe wofür? Um die Folie besser zu bearbeiten bzw. die Kunststoffmasse. Und was hast du hier gesagt? Stabilisator? Genau. Drauf. Die sind dafür da, um die Folie thermisch zu stabilisieren. Okay, also damit die mehr Temperatur aushält sozusagen. Exakt, genau. Okay, alles klar. Die Aline wird uns dabei helfen. Wir können es, wenn du willst, schon mal eine Farbe umsehen. Eine Farbe aussuchen? Genau. Ja, gerne. Ja. Eine Riesenauswahl. Ich darf mir was aussuchen, oder? Exakt, was? Genau. Okay. Ich würde blau nehmen. Gut, das geben wir uns dann unserer Kollegin. Bitte schön. Also du bist quasi für alles zuständig, was dann die Produktion angeht, um die Kunststoffe hier herzustellen? Exakt, genau. So, dann würde ich dich noch bitten, die Schutzbrille aufzuziehen. Ah ja, danke. Und in welchem Verhältnis muss das jetzt alles gemacht werden? Gibt es da ganz genaue Vorgaben oder? Aus eigener Erfahrung wissen wir, welche Anteile in welcher Menge hinzugefügt wird. Hier sehen wir verschiedene Namen der Produkte. Hier der Sollwert und hier der Istwert. Der angegebene Wert wird dann automatisch übertragen. Jetzt kommt noch die Farbe dazu. Die wiegen wir ein. Alles klar, ja, dann danke, dass du mir das gezeigt hast. Ne? Bitte schön. Und bis später. Bis später. Hi, Tom. Hi, ich bin der Robin. Was machst du hier? Ich bin jetzt dafür zuständig, dir mal das kleine Walzwerk zu zeigen. Später an dem Modell zeige ich dir mal, wie das aussieht und groß. Okay. Und ich sehe schon, du hast die Mische mitgebracht. Ja, bitte schön. Die übergeben wir mal an meine Kollegin hier. Ja. Meine Kollegin wird jetzt die Mische in das Walzwerk reingeben. Und da wird das Ganze nochmal schön ein bisschen durchmischt, dass es so eine gleichmäßige, homogene Masse gibt und auch die Masse plastifiziert wird, dass wir im Nachhinein, was wir danach gleich machen, schön ein Fell abziehen können, dass wir damit weiterarbeiten okay, können. Also cool, okay. Und jetzt wird das quasi heiß gemacht und dann... Genau, dass das Material, das PVC, schön auf Temperatur kommt. Ja. Weil im Endeffekt brauchen wir so eine zähflüssige Masse, dass man die schön ein bisschen ziehen kann, ein bisschen strecken kann. Wie viel Grad haben wir da jetzt? Können wir jetzt hier sehen. Haben wir 175 Grad. Ah, okay. Diese Folie jetzt, wenn ich jetzt als Kunde die kaufe, wozu wird sie eingesetzt? Grundlegend gibt es da viele Optionen, hängt immer von den Additiven ab, die man da drin hat.
und wie man die weiterverarbeitet. Aber zum Beispiel könnte man sie auf Fensterrahmen drauf machen, ja, mit entsprechendem Druck und entsprechender Prägung, dass es aussieht wie Holz. Und jetzt, um damit weitere Tests durchführen zu können, schneidet die Aline sich dann am besten so ein paar, sag mal, Streifen raus, die DIN A4 groß ungefähr in der Regel, um damit dann die Qualität zu überprüfen. Qualität zu überprüfen, ja, diverse Messungen durchzuführen, einfach um dann auch Vergleichswert zu haben. Ist das auch etwas, was du in deiner Ausbildung gelernt hast, dann die Qualität zu überprüfen, oder bist du eher komplett dafür zuständig, dass die Folie entsteht quasi? Sowohl als auch. Also ich habe mehrere Stationen in der Ausbildung schon durchlaufen. Unter anderem war ich auch hier. Also habe schon mal überall Einblick bekommen, was so abläuft im Hintergrund, um die Qualität zu halten und zu sichern. Aber grundsätzlich im Vordergrund steht eher die Produktion. Am besten zeige ich dir nochmal, wie das Ganze so im groben Ablauf von Anfang bis Ende funktioniert. Da haben wir drüben noch so ein Modell, einen schönen kleinen. Da kann ich dir alles erklären. Am besten zeige ich das mal direkt, oder? Okay, alles klar. Wie eben schon gesagt, ich zeige dir das Ganze jetzt nochmal an dem kleinen Modell, wie es in der Produktion so in etwa aussieht. Und zwar fangen wir an hier an dem Trichter. Da wird so eine Masse reingeschüttet, wie du es halt eben gerade schon angemischt hattest mit meinem Kollegen. Und dann durchläuft es hier den Extruder. Da wird das ganze Material schon mal vorplastifiziert. Und dann kommen dann so diese bröckchenweise das Material daraus und landet hier in dem Walzwerk. Und das Walzwerk ist das, was wir eben gerade uns angeguckt haben, wo wir das Fell gezogen haben, nur halt in viel, viel größer. Wie groß ist sowas, wenn man das jetzt in der Produktion sieht? Also die Walzen sind, würde ich sagen, so ungefähr 3 Meter lang und haben einen Durchmesser von ungefähr 1,5 Meter. Ein bisschen andere Dimension. Ist schon ordentlich. Auf jeden Fall läuft das Material dann die ganze Zeit rum. Und dann sind hier so 2 Messer, die dann so einen Streifen abschneiden. Und der Streifen wird über dieses Förderband hier in die Kalanderanlage geführt. Und da wird durch diese Walzen wird das Material durchgepresst. Und dann hast du so diese ganz dünne Folie, so ungefähr 100 müdig. Die läuft diese ganzen Walzen, bis sie dann hier von der Nachfolge abgezogen wird, bis halt hier vorne zum Ablegwickler, wo es dann aufgewickelt wird. Und wozu braucht man überhaupt so viele Walzen hier in dem Prozess? Also würden nicht 2 reichen? Ja, würde man meinen, dass 2 lang würden. Grundsätzlich geht es darum, um die Folie wirklich langsam kontinuierlich abzukühlen, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu haben. Also das, was du in der Ausbildung lernst, ist quasi solche Maschinen zu bedienen? Genau. Verstehe ich richtig? Ja. In erster Linie, ja. Mhm. Okay. Und wie kriegt man die so heiß, die Walzen? In der Walze an sich sind Bohrungen, die einmal von links nach rechts geht, damit es schön gleichmäßig beheizt werden kann. Und das läuft über Wasser. Das Wasser wird hochgeheizt und man fragt sich jetzt so 210 Grad mit Wasser. Geht doch gar nicht, das kocht doch bei 100. Das ist einfach der Grund, weil das Wasser unter Druck steht. Und dadurch können wir dann höhere Temperaturen erzielen. Und da wir in dem Fall hohe Anforderungen an das Wasser stellen und das auch immer funktionieren muss in dem geschlossenen System, brauchen wir dann hohe Qualität. Und wie wir die Qualität überprüfen, würde ich jetzt gerade mal drüben zeigen. Alles klar, lass uns gleich mal weitergehen. Gut. Hallo. Hi, hallo. Du bist hier für die Analyse zuständig von dem Wasser? Das ist richtig, genau. Was wird hier genau gemacht? Hier werden also die Prozesswässer analysiert. Die Prozesswässer sind wichtig, einmal zur Dampferzeugung, aber auch zum Kühlen von den heißen Folien. Da werden auch die Walzen gekühlt mit Wasser. Zum Teil titrieren wir hier auch, bestimmen beispielsweise Indikatoren, die für die Wasserhärte von Relevanz sind. Also die Härte ist ein Problem, weil dann sozusagen Salze ausfallen können und das würde dann quasi irgendwas verstopfen. Ganz genau, ist richtig. Ja, wenn du willst, können wir hier gerne mal was machen. Also überhaupt kein Problem, können wir gerne machen. Gerne. Habe hier ein bisschen was vorbereitet, 3 Wässern. Wie gesagt, wir haben verschiedene Kessel hier. Da würde ich jetzt einfach mal 100 Milliliter quasi umfüllen, dementsprechend den nötigen Indikator dazu geben. Also was ich jetzt bestimme, ist der pH-Wert. Ja, und dann werde ich einfach von einem alkalischen Bereich in einen niedrigeren Bereich titrieren. Das gibt die sogenannte Säurekapazität an. Wie gesagt, das ist ein Indikator für die Härte im Wasser letzten Endes. Man sieht, da tut sich ein bisschen was. Und dann warten wir, bis das Wasser wieder ganz klar ist. Vielleicht noch einen Tropfen dazu. Einfach mal ein bisschen übertitrieren. Genau. Und ist das gut, der Wert, oder ist schlecht? Kannst du darüber jetzt schon eine Aussage machen? Der ist absolut in der Range drin. Okay. Das wäre in Ordnung. Wichtig ist natürlich, dass wir hier bei den Kesseln tatsächlich im alkalischen Bereich sind. Wir dürfen da nicht in den sauren Bereich kommen. Das wäre ein Problem, weil sich dann einfach Eisenionen aus den Kesseln herauslösen. Und mit der Zeit kann es auch Probleme geben, weil dann die Rohrwände bzw. die Kesselwände dann auch dünner werden. Gut, wir haben jetzt hier gesehen, wie wir mittels chemischer Methoden das Wasser analysieren können und damit auch den Prozess überprüfen können. Vielen Dank für den Einblick, war auf jeden Fall
Sehr interessant, hat mir gefallen. Am besten zeige ich jetzt mal, wie es weitergeht, wie wir die Qualität von unserer Folie überprüfen. Und da würde ich sagen, komm's einfach mal mit. Hier findet dann die Zugprüfung statt. Haben Sie erwartet schon drin auf dich? Geh am besten einfach rein. Danke. Jo, kein Ding. Hi. Hi Tom, wir befinden uns gerade hier bei der Zugprüfmaschine, die wir hier haben. Hier können wir beispielsweise die Reißwerte deiner Folie testen. Ja, lass uns das gerne mal machen. Fangen wir zuerst an mit der Dickenmesse, hier an diesem Gerät. Hier sehen wir die Dicke deiner Folie, ja, so 120 μ. Fangen wir an, indem wir die Folie in kleine Streifen schneiden. Das machen wir hier. Das ist auf jeden Fall ein gängiges Verfahren, richtig, um irgendwelche Materialien zu testen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau, zieht man es einfach lang. Das Gerät misst, wie viel Kraft es braucht sozusagen, bis es zerrissen ist. Und ja, dadurch weißt du halt, wie stabil oder wie gut deine Folie ist. Genau, und die vergleichen wir dann mit den Normwerten. Und je nachdem, wenn die passt oder nicht passt, ist es halt bereit zum Verkauf oder Ausschuss. So, dann spannen wir den Folienstreifen hier ein. Geben dann hier die Rollnummer ein, Rollnummer 1, die 120 μ. Dann wird an der Folie gezogen. Und hier in diesem Diagramm siehst du die anliegende Kraft. Okay, hat die Folie bestanden? Ja, sie wäre bereit zum Verkauf. Ich kann dir jetzt den Weg zum Lager zeigen. Dann kannst du da weitermachen. Ja, gerne. Hi. Hi Tom, cool, dass du da bist. Ich bin die Tabara. Wir sind jetzt hier im Lager und Versand. Und mein Kollege Gabriel, der bringt jetzt eine Palette und anschließend zeige ich dir dann, wie wir sie hier verpacken. Die Folie, die schon kundengerecht auf der Palette stehen, die werden in so einem Karton verpackt und zugeklebt. Anschließend stellen wir dann die Paletten auf unsere Strapex-Maschine drauf, so heißt die. Dann verläuft ein Prozess, der ziemlich automatisch läuft und hier läuft dann die Palette durch. Dann wird sie hier viermal gebändert auf jeder Seite, zweimal. Dann geht es hier weiter. Dann ist hier eine Schutzfolie für obendrauf, halt, dass kein Dreck oder in Karton Dreck jetzt reingeht. Und dann läuft die hier weiter, dann wird die gestretched. Und hier vorne ist die dann fertig, versandbereit und kommt in die Verladung. Okay, vielen Dank. Dann ist die Folie jetzt bereit für den Kunden. Ich bin hier fertig, ich habe alles gesehen. Danke für den Einblick und viel Spaß noch bei der Ausbildung. Danke. Macht's gut. Tschüss. So, das war ein Tag bei Renolit, ein Tag zu Besuch in einem Chemieunternehmen. Ich hoffe, euch hat's gefallen, dieser Einblick, der ja doch schon ein bisschen anders ist als die Chemie, die man vielleicht in der Schule lernt und das, was hier in der Industrie passiert. Ich denke mal, das ist ganz interessant für jeden von euch. Und wenn ihr euch vielleicht auch für eine Karriere in der Chemieindustrie interessiert und vielleicht eine Ausbildung machen wollt, dann schaut doch gerne mal auf dem Chemie-Azubi-Blog vorbei, werde ich euch hier verlinken. Und ansonsten schön, dass ihr dabei wart und schönen Tag noch.